Die Mercedes-Benz Unimog-Baureihe geht in die nächste Generation. Effizienter, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher sollen die neuen Geräteträger sein. Ergänzt wird die Baureihe mit den Modellen U216 und U218. Bauforum 24TV nahm die Newcomer auf der Demopark 2013 in Eisenach genauer unter die Lupe. Ja, im Prinzip stellen wir hier eine ganze Baureihe an neuen Fahrzeugen vor. Insbesondere möchte ich hervorheben die neue Baureihe mit den Typen U216 und 218, die Baureihe U200. Das ist die Nachfolgebaureihe der bisherigen U20 und die wesentliche Änderung da ist im Prinzip, auch diese Fahrzeuge tragen das sogenannte Freisichtfahrerhaus der größeren Brüder dieser Baureihe, und das Freisichtfahrerhaus eignet sich eben optimal für Anbaugeräte in der Front. Man sieht sehr gut nach vorne, vor allem im Winterdienst oder auch im Mäheinsatz. Und der Unterschied zu den größeren Geschwistern dieser Baureihe ist vor allem, das Fahrzeug ist durch einen kürzeren Radstand von 2,80 Meter nochmal ein ganzes Stückchen kürzer und auch niedriger, das heißt kompakter und wendiger, und ist somit im Prinzip auch das günstige und kleine Einstiegsmodell der Profi-Geräteträger-Baureihe für den Kommunaleinsatz. Punkto Neuerungen wurde bei der Fahrzeuggeneration nicht nur die neueste Abgasgesetzgebung berücksichtigt, sondern es wurden eben eine ganze Vielzahl von Innovationen am Fahrzeug umgesetzt. Man hat im Prinzip darauf geachtet, dass das Fahrzeug für die Anwendung weiter optimiert wird, komfortabler, moderner wird und natürlich einfacher auch zu bedienen. Zum Beispiel hat das Fahrzeug erstmals den sogenannten neuen synergetischen Fahrantrieb. Das ist ein hydrostatischer Fahrantrieb, der sich fließend mit dem mechanischen Fahrantrieb kombinieren lässt. Der Fahrer hat hier quasi im Einsatz, zum Beispiel mit dem Mähgerät, die Möglichkeit, während der Arbeit hydrostatisch zu fahren und stufenlos die Fahrgeschwindigkeit anzupassen und dann schnell auf das mechanische Getriebe zu wechseln, zum Beispiel für Transportfahrten, und fährt dann effizient und kraftstoffverbrauchsam. Die Hydraulik am Unimog wurde auch komplett neu konzipiert. Zum einen die sogenannte Arbeitshydraulik für die Stellbewegungen der Geräte hat jetzt eine höhere Ölflussmenge, ist voll proportional, und es können auch mehrere Stellfunktionen gleichzeitig mit der Zweikreishydraulik umgesetzt werden. Ja, als Alternative für Anwendungen mit höheren Hydraulikanforderungen bieten wir noch eine sogenannte Load-Sensing-Hydraulik an, und die hat dann auch größere Ölvolumina, und damit können Stellbewegungen noch schneller durchgeführt werden. Gerade im Interieur hat sich wahnsinnig viel getan. Man erkannt es ja auf den ersten Blick am neuen Design, aber dort wird eben auch die Bedienlogik komplett neu gestaltet. Wir haben einen neuen Joystick, auf dem lassen sich mehr Funktionen bedienen. Wir haben ein neues Multifunktionslenkrad, über das auch zum Beispiel die Hydraulikdurchflussmenge gesteuert werden kann, aber auch andere Funktionen wie beispielsweise Telefon oder Tempomat. Die größte Neuerung ist im Prinzip in puncto Bedienkonzept. Es gibt jetzt drei alternative Möglichkeiten, den Fahrantrieb zu steuern, im Prinzip die Getriebebedienung. Einmal mit der linken Hand am Lenkrad, aber auch mit der rechten Hand oder am Joystick direkt kann man die Fahrtrichtung wechseln, sodass je nach Anwendung und Geräteeinsatz dem Fahrer im Prinzip jeweils die optimale Möglichkeit zur Verfügung steht. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.